In Deutschland sind 48.640 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet worden. Laut dem Robert-Koch-Institut ist das der zweithöchste Wert seit Pandemiebeginn. Noch höher war die am Donnerstag gemeldete Zahl. Impfzentren, wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie wieder eröffnet werden. Und wir sollten auch gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die eröffneten Impfzentren auch gemeinsam auch mit Mitteln des Bundes finanziert werden. In Österreich gelten wegen des ebenfalls deutlichen Anstiegs der Fallzahlen wieder umfassende Alltagseinschränkungen. Nur noch gegen Covid-19 geimpfte oder von der Krankheit genesene Personen dürfen Gaststätten oder Kultur- und Sporteinrichtungen betreten. In Oberösterreich wird die Regel ab dem 22. November unter anderem auf Arbeitsplätze im Gesundheitswesen ausgeweitet. In Moskau sind in U-Bahnhöfen Teststellen eingerichtet worden. Erst am Montag war in der russischen Hauptstadt eine allgemeine einwöchige Arbeitspause beendet worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.